Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 21 EM-Modus. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute Abend ist es ja soweit. Deutschland spielt Tatsache in Wirklichkeit gegen Frankreich. Wir befinden uns hier aktuell im Halbfinale. Und wenn es gut läuft, sehen wir uns nachher nochmal um 17 Uhr. Dann spielen wir das Finale, wenn wir dorthin kommen. Im Finale wartet dann kein geringerer als Spanien oder Holland auf uns. So, wir lesen nochmal eben, was es hier so Schönes gibt. Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? 20, jawohl, 23, ne, besiegt Polen. Goretzka zählt Siegtreffer gegen Schottland. Die Leistungsträger der Woche: De Gea, Jordi Alba, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Marcos Llorente, Raheem Sterling, Frankie de Jong, Leon Goretzka, James Ward, Prowse, Thomas Müller und Daniel Malen. Wie viel? Von vier Mannschaften sind nur zwei von uns vertreten. Wie viele Spanier haben wir? 1, 2, 3, 4. 4 Spanier. 1, 2, 3 Holländer. 1, 2 Engländer und 2 Deutsche. Okay. Dann ist doch nicht so schlimm. Gemisch. Harry. Vorschau aufs Main-Turnier, Vorschau aufs EM-Halbfinale England-Deutschland. Der Sieger der heutigen Partie zwischen England und Deutschland rückt dem Einzug ins Finale einen Schritt näher. Alle vier noch im Wettbewerb verbleibenden Mannschaften haben gezeigt, dass sie ein würdiger Titelträger wären. Doch die härtesten Aufgaben auf dem Weg zum Triumph kommen ja erst noch. Hier haben wir wahrscheinlich das Gleiche. Wie echt Ramos aussieht. Vorschau aufs EM-Halbfinale Spanien-Holland. Der Sieger der heutigen Partie zwischen Spanien und Holland rückt dem Einzug ins Finale einen Schritt näher. Alle vier noch im Wettbewerb verbleibenden Mannschaften haben gezeigt, dass sie ein würdiger Titelträger wären. Doch die härtesten Aufgaben auf dem Weg zum Triumph kommen ja erst noch. So. Wir gucken uns mal unsere Mannschaft an. Sie schwächeln ein wenig. Aber ich glaube, fürs Halbfinale sollte es noch langen. Wird schwer. Wird schwer. Die Aufstellung von England ist Kane, Sancho, Sterling. Was anderes hat man nicht erwartet. Phillips, Henderson, Ward, Prowse, Deere, Trippier, Minks und Chilwell und Pope steht im Tor. Bei uns natürlich wieder Gosens, Rüdiger, Hummels, Kimmich und Neuer hinten. Kroos und Goretzka rocken das Mittelfeld, Sané und Gnabry die Flügel, Havertz und Müller die Offensive. Wir spielen im Wembley Stadium am 26. August 2020. Schiedsrichter ist Regis Grava, ultimativ 6 Minuten und das Wetter ist heiter. Achso, ich hätte ja weitermachen können. Ja, wie gesagt, heute Abend spielt Deutschland 21 Uhr. Wir sind jetzt aktuell 12 Uhr, kurz nach 12 ist es. Jo, kurz nach 12. Müsste es jetzt sein. Und ja, ich hoffe, Halbfinale. Wir sehen uns nachher nochmal. Alles oder nichts. Wer kann sich heute durchsetzen? Bleiben Sie dran. Hörst du das schon? Der Harry. Aus dem Wembley Stadium. Harry Kahn. Und da ist Müller. Guck, was steht da hinten für ein dicker Porsche? Oder Lamborghini oder whatever. Thomas, mach's nochmal. Oh yeah, Stadion ist proppenvoll. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Alleine wenn man das liest, England gegen Deutschland. Ich habe erst heute gesehen, EM96 Zusammenfassung. Hammer, da war auch das Spiel Deutschland gegen Deutschland. Deutschland, Italien war auch da, aber auch Deutschland gegen England. Und das war schon stark. Oh, wir spielen das erste Mal in Schwarz. In Schwarz. Oh ja, da sind sie alle schon hier. Sterling. Harry Kane. Und wie sie alle heißen hier. Heftig. Natürlich, so fair muss man sein. Wir sind top motiviert. Unsere Knipser müssen knipsen. Havertz und Müller. Und Neuer muss alles halten. Olö! Das ist die Aufstellung der englischen Mannschaft.
Cody. Sie greifen zum konventionellen 4-3-3. Ja, die haben doch gewechselt. Ja, Wolf, spannend. Sancho Geschichte. Ist jetzt draußen. Viel Betrieb im Sturm über außen, du hast es angesprochen. Drei echte Stürmer sieht man auch nicht mehr ganz so oft. Eben war es doch noch ein bisschen anders, oder? Okay. Zwischen dem ersten und dem bislang letzten WM der deutschen Elf liegen stolze 60 Jahre. Aber während 1954 der überraschende Titelgewinn noch als Wunder von Bern gefeiert wurde, gehörte die DFB Elf 2014 das Wunder von Bern zum engsten Favoritenkreis. Ja, zumal man ja vorher in den Turnieren mehrfach knapp gescheitert war. Und 2014 in Brasilien war es dann endlich soweit, inklusive des Denkmals. Ah. Keeper geht gut zum Ball, faustet ihn weg. Geht ja schon mal vielversprechend los. Anderson. Ball jetzt bei Kane. Stark. Das dürfte heute ein Leckerbissen für alle Freunde des Offensivfußballs werden. Bin ich bei dir, Wolf? Mach ihn. Jawohl. Jetzt sind sie vorne in diesem Spiel. Oh, Müller. Sie wollen Müller. Wieder ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Oh. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Wirklich wichtiges Tor. Oh, Gott sei Dank. Oh. Bin immer erleichtert, wenn ich das erste schieße, weil wenn ich dann eins kriege, bin ich noch nicht ganz am Arsch. Aber ein Tor hinterherlaufen, immer schlecht. Ach, da gibt's nichts auszusetzen. Boom. Das war ein Kracher. Unhaltbar. Das war wirklich ein Brett. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive. Typischer an. Müller. Da ist die Freude groß. Auch wie echt Jubi einfach aussieht. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Gut, ganz realistisch ist es nicht, weil meistens riecht er an seinen Fingern oder so. So, sorry, Jubi. Also alles Spaß. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ballverlust England. Oh, England will nicht ganz, glaube ich. Leon Goretzka. Ah. Ballverlust Goretzka. Mason Mount. Mason Mount. Anderson. Weiter mit Vorteil England. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. What? Sie haben immer noch den Ball. Ben Chilwell. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Declan Rice. Stark. Da steht die Abwehr sicher. Komm, Sonny. Da hat Leroy Sané einiges an Platz auf dem Flügel. Lange Flanke. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Warum springt der Torwart nicht daneben? Jetzt die deutsche Mannschaft. Serge Gnabry. Nein! Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Anderson. Oh, Toni. Ward-Prowse. Kane. Declan Rice. Das ist beeindruckend. Ah. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Torwart. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Rüdiger. Freunde. Gnabry im Ballbesitz. Hallo. Vielleicht wird es über Müller jetzt gefährlich. Da können Sie erstmal klären. Sie bringen den Ball nicht unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Stark. Da verlieren Sie den Ball. Kai Havertz. Super dazwischen gegangen. Oh. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Oh, wieder Ruhe, Ruhe, jetzt Ruhe. Groß. Jetzt Thomas Müller. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Scheiße. Sollen wir uns trauen mit Toni? Ne, wir kommen nicht dazu. Goretzka. Havertz. Ah, das hätte gefährlich werden können. Viel zu eng hier alles. Ich hätte gern geschossen, aber irgendwie hat sich die Situation dafür nicht ergeben.
Ja, guter Pass. Erstmal geklärt. Goretzka. Irgendwie ist ja alles so schnell, oder? Ballbesitz. Kai Havertz. Goretzka. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Kimmich. Der Ball zu Müller. Ja. Da macht er ihn abseits. Rein. Das Tor wird nicht gegeben. Ich direkt gesehen, wer die Fahne genommen hat. Es war abseits. Kacke. Da kommt nochmal die Wiederholung. Ja, klare Nummer. Da steht er eindeutig im Abseits. Alles richtig gemacht vom Assistenten. Alles gut. Aber es wäre so wichtig gewesen. Es wäre so schön und so wichtig. Toni Kroos. Jetzt. Gehalten. Toni. Mason Mount. Könnte den Konter geben. Pass auf den Flügel. Yeah. Go. Ward-Prowse. Connor Cody. Den Ball jetzt hier. Kane ist das. Harry Kane, ganz energisch jetzt. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Stark, Rüdiger. Schön geklärt von Rüdiger. Kai Havertz. Am Ball groß. Nur Müller. Stark, Müllerchen. Da ist Havertz. Deutschland mit Drang nach vorne. Und jetzt Müller. Mach ihn. Das kann nicht wahr sein. Den Ball hat er. Ganz wie hat souverän. Er den noch geholt? Ganz ruhig. Ja, wie hat er den denn bitte noch geholt? Nun, Kroos. Kroos verliert den Ball. Gute Aktion. Stark, Gosens. Fairer Einsatz hier. Ja. Mit einer knappen Führung. Einer ganz knappen Führung. Ich habe so Angst, dass wir noch bestraft werden, weil wir die Dinger nicht nutzen. Zweiten 45 Minuten dieses Halbfinals. Den von Müller, wie hat er den noch geholt? Was wir bisher gesehen haben, ist Ihnen der Finaleinzug absolut zuzutrauen. Oh, Scheiße. Wie steht's bei. Oh, Holland 1-0. Ui. Da ist es auch spannend, aber unsere Spieler sind langsam platt. Bisher ein gutes Spiel. Der DFB-Elf geht jetzt weiter mit der zweiten Hälfte. Jetzt Hummels am Ball. Kimmich jetzt. Müssen nur dranbleiben. Hummels. Rüdiger. Einfach Fußball spielen. Ja, der nächste tolle Pass. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Es müsste mal eine zündende Idee kommen. Der Ball kommt nicht durch. Wäre der durchgekommen, Tor, bin ich mir sicher. Da. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Aber cool gemacht. Groß mit der Reingabe. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, Großens. Aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Aber stabil weggeflogen. Oh. Sterling am Ball. Schirmt den Ball gut ab. Da kommen sie in Ballbesitz, sehr gutes Tackling. Komm, dranbleiben, Toni. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ward-Prowse. Mason Mount. Cooler Name irgendwie. Trippier. Scheiße. Da sind Mitspieler frei. Anderson. Muss mich sortieren. Klasse Pass.
Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Jawohl. Das ist schade. Er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Der verletzte Spieler muss runter. Und jetzt sehen wir hier auch den Wechsel. Schön. Sancho. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Nein. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Gut gezeimte Flanke, verdammte aber jetzt beim Abschluss zu überstürzt drüber. Er bringt den Ball nicht aufs Tor, etwas zu hoch. Sterling jetzt auf dem Flügel am Ball. Connor Cody. Connor Cody. Yeah. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Oh, Rüdiger, und ganz easy. Deutschland am Ball. Oh. Ward-Prowse. Ballbesitz Sterling. Die Engländer im Angriff. Zweikampf hier von Joshua Kimmich. Wir werden, glaube ich, auch gleich mal wechseln müssen. Kimmich. Mit dem Ball Sané. Müller. Guck mal da oben, warum geht da keiner in die Lücke? Goretzka. Havertz. Pass auf Goretzka. Müller. Thomas Müller. Scheiße. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Das frühe Pressing jetzt. Die wechseln schon mal. Oh, Havertz ist richtig platt und Goretzka auch. Sané auch. Wir brauchen unbedingt Spieler. Gnabry kann auch rechts spielen, ne? Jawohl. Pack Gnabry rüber und bringen dafür Werner. Wernerchen. Ach, scheiße. Wir bringen für Havertz Volland. Und wir bringen Gündogan für Goretzka, oder? Ich glaube, der kann noch. Wir bringen Musiala für Müller. So, fertig. Ich hoffe, das war kein Fehler. Harry Kane. Die Gäste werden wechseln. Chance zum Konter jetzt. Ward-Prowse. Die Mitspieler bieten sich an. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Klasse Aktion. Stark, Rüdiger. Den Ball holt er sich. Oh, der ist verletzt. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. Ganz klares Zeichen, es geht nicht weiter. Leid. Sie müssen ihn auswechseln. Ach, da kann er einem schon leid tun. Von hier oben, gute Besserung. Ja. Schließe ich mich an. Dem virtuellen Sancho gute Besserung. Oh ja, sah böse aus. Ah, gut gemacht, Jungs. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Groß am Ball. Sie kommen über Harry Kane. Stark. Da ist die Balleroberung. Timo Werner. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Oh Gott. Hola, hola. So ein richtiger Werner, ne? Hast du Kacke am Fuß, hast du Kacke am Fuß. Stark, Werner. Energisch den Ball geklärt. Gut, Timo, gut. Oh. Sterling am Ball.
Henderson ist das mit dem Ball. Henderson. Declan Rice. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft da nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Adlerauge, der Schiri. Da ist Kimmich. Scheiße. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Declan Rice. Henderson ist das mit dem Ball. Noch wehren sich die Engländer gegen diese drohende Niederlage. Aber kommt das zu spät? Gleich war es das hier. Vielleicht bleibt nur noch diese eine Chance. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Jetzt hat er den Ball. Gut so. Kimmich. Gut so. Goretzka ist es. Nur im Ballbesitz bleiben. Toni Kroos. Goretzka. Da ist Kimmich. Hey. Ballverlust hier durch Kimmich. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Torwart, jawohl. Ganz ruhig. Goretzka. Toni Kroos jetzt. Ich will gar nicht mehr nach vorne. Ich will nur noch gewinnen. Hummels am Ball. Nur noch ins Finale. Kimmich. Ball bei Gnabry. Ja. Oh. Sie haben es geschafft. Und ziehen ins Finale. Ein. Eine tolle Leistung, da kann man nur gratulieren. Finale. Jetzt steht's fest, sie sind in der nächsten Runde. Also ist ein toller Erfolg für die Mannschaft und natürlich auch aber für die war nicht so leicht. Was mich interessieren würde, wie hast du Thomas Müller heute gesehen? Stark, der war stark, wirklich. Und am Ende ist ja auch ein Sieg. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass unsere Spieler im Finale tot sind. Ich hoffe, da ist ein bisschen Zeit zwischen, dass alle fresh sind. 7. Minute Thomas Müller und dann einfach 83 Minuten oder 85 Minuten durchgekämpft. Gab ja noch 2 Minuten Nachspielzeit. Das Tor zeigen sie nicht mal. 33. Na, aber das Abseitstor. Da macht er ihn rein. Das Tor wird nicht gegeben. Aber das ist zu Recht. Da waren gleich 3 im Abseits. Dude. Referee. Groß mit der Reingabe. 50. Ach, das war Gosens mit seiner Flugeinlage. Guck mal, wie er wegfliegt. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ja, ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Hauptsache nicht verletzt. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Boah, der war. Ja, der Ball geht knapp über die. Der Seite, war auch nix. Gut getimte Flanke, aber. Ich wollte sagen, abgestürzt. Ich wollte gerade heulen. So, wer hat gewonnen? Spanien oder Holland? Ist es beim 1-0 geblieben oder sogar noch 2-0 oder 2-1? Wir gucken rein und wir sehen nix. Leistung ist Schüsse 1, wir haben 7. Schüsse aufs Tor haben wir 5, die haben 0. Ballbesitz haben die mehr mit 53, wir haben 47. Zweikämpfe ist 3, wir haben 8. Fouls 0, 0. Ecken, wir haben eine, die haben 0. Ecke, so wenig Ecken. Schussgenauigkeit haben wir 71%, die haben 0. Passgenauigkeit 87 und 89. Wir haben nur eine 8,3. Das war aber auch, glaube ich, so gedacht. Oh, Holland hat. Holland hat 2-0 gegen Spanien gewonnen. Damit haben wir jetzt Holland. Ich habe mir ja gewünscht, ne, glaube ich. Ich habe gesagt, fürs Finale würde ich mir Holland wünschen. Aber dann habe ich doch gesagt, aber Spanien wäre auch nicht schlecht. Verrückt. Verrückt, wirklich verrückt. Dass wir das noch hier gerockt haben. Absolut verrückt. Holland, Finale, Freunde. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns nachher noch einmal in
viereinhalb Stunden oder so. Um 17 Uhr kommt dann die Finalfolge. Und anschließend gibt es dann heute Abend echten Fußball von Deutschland. Startet ins EM-Turnier. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, fürs Daumen drücken, fürs Mitmachen. Und ich hoffe, ihr seid dann morgen, nee, ihr seid nachher wieder mit dabei. Lasst mir was da, passt auf euch auf und bis dahin. Ciao, ciao.